2000 Quadratmeter Fläche, Laborfläche. Wir hatten also alle Studenten, die Grundpraktika hier absolvieren und dabei mit modernster Forschungstechnik und Sicherheitstechnik bekannt werden. Ich bin hierher gekommen, nach Freiburg, wollte Chemie studieren und habe am Anfang so gedacht, es wird bestimmt sehr trocken, sehr viel Theorie. Aber ich habe dann gemerkt, hier kann man sehr viel machen, sehr viel Praxis. Und in so einem großen Labor, in so einem hellen Labor, da macht es natürlich richtig viel Spaß. Also ich studiere Chemie hier in Freiburg im dritten Fachsemester. Und als ich damals angefangen habe, war es natürlich eine gewisse Überraschung, dass gleich so viel praktische Arbeit auf einen zukam. Was aber nicht schlecht ist, denn in einem modernen Neubau wie diesem macht das praktische Arbeiten natürlich um einiges mehr Spaß als nur trockene Theorie. Ich arbeite hier an meiner Doktorarbeit im Institut für Physikalische Chemie. Speziell beschäftige ich mich mit Elektrodenmaterialien für Lithium-Ionen-Batterien. Neben der Forschungstätigkeit bin ich hier auch für die Betreuung von Studenten eingesetzt, im Praktikum hauptsächlich und auch in Seminaren. Wir können jetzt Studenten in einem Raum betreuen, wo wir vorher zwischen Räumen wechseln mussten, sodass wir auch kürzere Wege haben und das ermöglicht uns natürlich auch eine intensivere und bessere Betreuung der Studenten. Eine neue Innovation hier in dem Neubau sind zum Beispiel die zentrale Gasflaschenversorgung spezieller Gase als auch nicht spezieller Gase. Wir bekommen sozusagen die Gase direkt aus der Wand, brauchen nicht mehr für spezielle Gase irgendwelche Herstellungssynthesen zu fahren. Im Institut für Technische Chemie haben wir hier eine halbtechnische Anlage, mit der wir Reaktionsvolumina bis zu 20 Litern handhaben können. Ein Vorteil für die Studenten ist, dass wir diese Anlage in das Praktikum integrieren möchten, sowohl ins Bachelor- als auch in den Masterstudiengang. Und die Studenten werden dann direkt in Forschungsthemen, die am Institut für Technische Chemie laufen, auch eingebunden.